Straßenverkehr wird immer komplexer und er wird auch immer schneller. Wir haben immer mehr Fahrradfahrer unterwegs, das begrüßen wir ausdrücklich. Aber wir haben natürlich auch viele mit Pedelecs und mit E-Bikes, die sehr schnell unterwegs sind. Und der Abbiegeassistent ist eine gute Möglichkeit hier, unsere Kolleginnen und Kollegen im Fahrpersonal zu unterstützen und einen guten Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zu leisten. Wir haben in 112 neuen Bussen Abbiegeassistenzsysteme direkt ab Werk einbauen lassen. Wir haben ca. 480 Busse insgesamt und das ist der Anfang, den wir damit beschreiten. Jetzt hat die Rheinbahn ja nicht nur Linienfahrzeuge, also Linienbusse, sondern wir haben auch LKWs im Einsatz. Und auch von diesen LKWs haben wir in diesem Jahr 10 Stück mit einem Abbiegeassistenzsystem nachgerüstet. Neben den Neuanschaffungen, wo die Rheinbahn die Abbiegeassistenten jetzt von Werk aus installiert hat, begrüßen wir es auch sehr und finden es ganz toll, dass die alte Flotte, die Bestandsflotte, mit entsprechenden Aufklebern ausgestattet wird, sodass auch die schwächeren Verkehrsteilnehmer bei allen Rheinbahnfahrzeugen darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie im toten Winkel stehen bzw. dass dies eine Gefahr darstellt. Wir begrüßen die Initiative und das freiwillige Engagement der Rheinbahn im Bereich toter Winkel und freiwillige Assistenzsysteme sehr. Denn die Verkehrssicherheit gerade in dem Bereich liegt uns natürlich am Herzen. Die schwächeren Verkehrsteilnehmer müssen dort geschützt werden. Und als größte Flotte im Stadtgebiet Düsseldorf übernimmt die Rheinbahn hier eine vorbildliche Funktion. Und da sind wir sehr dankbar.